نصيب نور من فؤادي حينما رددت يا Dann kommen die immer mit, ja, die Salafisten. Die Salafisten kennen keinen barmherzigen Gott. Wir haben einmal eine Umfrage auf der Seite extra gemacht. Die Eigenschaft, die am meisten genannt wurde, war Barmherzigkeit. Jeder Muslim weiß das. Aber der tut in seinem Buch so, als wenn, ja, die Muslime, die kennen gar. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist ein christlicher Missionar. Der kommt genau mit demselben dummen Gesabbel wie die Evangelikalen. Ja, die Muslime kennen nur einen strengen Gott. Die kennen da Schwachsinn. Jeder weiß, dass Allah barmherzig ist. Aber was ich damit sagen will, ist, Bruder, viele sind am Schweigen, weil sie Angst haben. Allah wird die Religion schützen. Und er wird Leute bringen, die diese Religion schützen. Du kannst dich jetzt entscheiden, welchen Weg du gehen willst. Willst du zu denjenigen gehören, die diese Religion im Stich lassen? Oder willst du zu denjenigen gehören, die diese Religion schützen, die Allah auserwählt hat? Sage ja zu Allah. Sage ja zu seiner Auswahl. Allah sagt im Koran, und hört euch diesen Vers an. Ya ayyuhal ladhina amanu, man yartadda minkum ad-dinu, fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr euch von der Religion abwendet, da steht nicht, wenn ihr Kuffar werdet, hier steht, sondern abwendet. Obwohl damit, also das heißt, er muss nicht unbedingt damit gemeint sein, Kuffar werden. Aber wir sehen ja auch, wie viele abgefallen sind. Wer sich von der Religion abwendet, und jetzt frage ich euch, ist diese Zeit heute, wo sich viele von der Religion abwenden? Ich frage euch, ist diese Zeit heute, ist die hier und heute? Okay, dann lesen wir jetzt weiter. Wenn ihr euch von der Religion abwendet, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِكَوْمٍ, dann wird Allah mit einem Volk kommen, mit einem anderen Volk, mit einem anderen Volk als euch. Was sind deren Eigenschaften? يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Er liebt sie und sie lieben ihn. عَذِلَّةٍ عَلْمُؤْمِنِ, barmherzig oder demütig gegenüber den Gläubigen. Deren Eigenschaft. Das heißt, die kümmern sich um die Gläubigen. Die wollen, was für die Gläubigen erreichen. Die wollen ihn ahnen, die wollen ihn bewegen. Die wollen das Gute für die Gläubigen. Aizzatin al-Kafirin. Mächtig auftretend gegenüber den Ungläubigen. Yujahiduna fi sabilillah. Sie bemühen sich auf dem Weg Allahs. Du siehst also deren Mühen. Du siehst die Mühen. Du siehst deren Mühen. Du siehst, die bewegen sich auf dem Weg Allahs. Ja? Für Allah bemühen die sich. Du siehst, die mächtig auftretend. Du siehst, die demütig gegenüber den Gläubigen. La yakhafuna lawmat al-lahi. Und die fürchten den Taten des Tadenden nicht. Das heißt, wenn die radikal genannt werden, Salafist genannt werden oder was auch immer, oder irgendein Name wird, der für Pech gehabt. Weiter marschieren. Möge Allah uns zu denjenigen gehören lassen. Amen. Möge Allah uns zu denjenigen gehören lassen. Aber schaut drauf an. Dann entscheidet euch selber, was ihr wollt. Aber deswegen müsst ihr euch bewaffnen. Mit Wissen bewaffnen. Nicht mit Waffen bewaffnen. Wir haben hier keinen Dschihad hier in Deutschland mit der Waffe. Ja? Wir haben hier einen Dschihad der Zunge, des Stiftes und der Gedanken. Und das ist ein sehr wichtiger Dschihad, weil diesen Dschihad nennt Allah im Koran Dschihadan Kabira, großen Dschihad. Wajahidhum bihi Dschihadan Kabira. Mache mit ihnen, durch ihn, durch den Koran, einen großen Dschihad. Das ist in einer Zeit offenbart worden, wo der Dschihad mit dem Koran, das heißt mit dem Wissen gemacht wurde. Das ist ein großer Dschihad im Koran. Das heißt, ihr müsst lernen. Und wie kann man lernen? Die Zeit ist knapp, die Zeit ist wenig. Ich sage euch eins. Fangt an, kauft euch einen MP3-Player. Wir haben auf unserer Seite, pierrevogel.de, haben wir einen Audiobereich. Ihr geht darauf und ladet euch den Dawa-Kurs runter.
Und es kommen jetzt demnächst Unterrichte darauf, wo es mit Muslimen, und ihr hört das immer, wenn ihr irgendwo hingeht. Ihr seid in der Bahn, ihr seid im Bus, ihr seid im Auto, ja, oder ihr geht einkaufen im Supermarkt und hört, damit ihr die Zeit nicht verschwendet, und dann hört ihr euch diese Vorträge an. Und glaubt es mir. Nach ein paar Monaten habt ihr so viele Argumente gesammelt. Ich kenne einige Brüder, die diesen Dauerkurs durchgegangen sind, die sagen, die machen solche Lease-Projekte mit oder Street-Dauer. Die sagen, es kam nie eine Frage zu ihnen, die sie nicht durch diesen Dauerkurs beantworten konnten. Weil heute, wir können kurz ein bisschen Motivation mitbringen, aber ihr müsst weitermachen. Ich kann jetzt kurz kommen, aber wie lange werden wir uns jetzt nicht sehen? Deswegen gebt Gas. Bruder, ich möchte. Wir sind eine Bewegung. Oder ihr müsst heute Abend nach Hause gehen und Allah danken, dass er euch zu einem Teil dieser Bewegung gemacht hat. Es muss weitergehen. Bruder, ich will diese Religion sehen. Ich liebe diese Religion. Ich will diese Religion nach vorne bringen. Ich will, dass alle muslimischen Mädchen, die die Religion nicht praktizieren, die vielleicht in die Irre gegangen sind, die vielleicht sogar Prostituierte geworden sind, ihr wisst ganz genau, wie viel es leider davon gibt. Ich möchte, dass die zurückkommen. Ich möchte, dass die rechtschaffene Frauen werden. Ich möchte, dass alle muslimischen Männer hier in Deutschland, die kriminell geworden sind, die vom Weg abgekommen sind, die vielleicht drogenabhängig sind oder Drogendealer sind, ich möchte, dass die zurückkommen zum richtigen Weg. Aber ich kann das nicht alleine. Ich möchte euch für diese Sache begeistern. Liebt ihr diese Religion? Dann gebt Gas. Allah sagt im Koran, in Sure 2, Vers 165 oder 164. Hört euch diesen Vers genau an. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Unter den Menschen gibt es welche, die sich neben Allah Rivalen nehmen und diese Rivalen so lieben, wie man nur Allah lieben soll. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Aber diejenigen, die glauben, sind in ihrer Liebe zu Allah heftiger. Das heißt, wir müssen Allah mehr lieben, als diese Leute ihren Weg lieben. Als diese Leute das Christentum lieben. Wisst ihr, was die für Mühen, wie die sich bemühen? Wie viel Geld die ausgeben, um die Leute in Afrika zum Christentum zu rufen? Warum? Weil die ihre Sache lieben. Aber wie viel haben wir geopfert für die Religion? Wie viel Zeit opferst du täglich für diese Religion? Wie viel Zeit? Bruder, und daran musst du denken. Deswegen nutze deine Zeit, um Wissen zu erlangen. Nehme dir den Koran und lies ihn jeden Tag. Und Verse, wozu du Fragen hast, schreib sie dir auf in dein Heft. Und Verse, die du auswendig lernen willst, schreib sie dir in dein Heft. Von mir aus auch in deutscher Übersetzung, ungefähr Übersetzung der Bedeutung. Weil es ist wichtig.